Und Balu, falls du jemals dieses Video siehst, wir haben dich alle lieb und Nadine will ganz bestimmt ein Kind von dir. Nein. Nein. Warum nicht? Weil Nadine gar keine Kinder will. Ist es Balu, danke, oder nicht? Einer hat jemand gehört. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Aber das Kind wird dann ein kleiner Balu. Bevor ich schwanger werde, friert die Welt zu. Vielleicht wird er auch schwanger. Das wäre mir dann auch egal. Das wäre mal eine... Ach scheiße, uns diese behinderten Tafeln einsammeln. Oh nö, das wird so Akku. Von denen gibt's mehr als genug, als dass die ganze Gruppe hier voll wird. Ich warte, ja, aber ich krieg die Krise, wenn die Leute es vor mir kriegen. Das ist für mich immer das Schlimmste überhaupt. Da ist eine. Aber bevor mir hier gleich noch Kinder von Person XY angedacht werden, gehe ich mal lieber ans Bett. Na dann, nein, gute Nacht. Hier. Wir haben schon die gesamte Hochzeit arrangiert. Vor allem, warum willst du um 6 Uhr pennen gehen? Das ist Naja, nur weil ich ins Bett gehe, heißt das noch lange nicht, dass ich schlafe, oder? Okay. Also ja, ich habe einen E-Book-Fühler, ich werde jetzt noch lesen. Ein bisschen was Intellektuelles tun. Intellektuell. Verbrennt sie, sie ist eine Hexe. Danke, weiß ich. Ja, das weiß ich schon lange. Ich habe sie als Hexenmeisterin kennengelernt. Ach ja, denk dran, Japan-Tag. Da bin ich in Düsseldorf. Ich bring Holz mit, viel Holz. Da war ich schon lange nicht mehr. Habe ich jedenfalls was, das ich um die Ohren hauen kann. Wenn du es hast. Oh Gott, Japan-Tag wird eh so speziell. Ich bin da was bis war jetzt. Das denn? Ich bin da bis jetzt mit 13 Leuten verabredet und das sind 6 verschiedene Gruppen und keine Gruppe weiß von der anderen Gruppe. Das ist wieder lustig. Ja, das wird ja alle ziemlich überraschen, wenn wir dann da stehen mit 30 Leuten. Erinnert mich an eine Facebook-Party. So ungefähr. Der Punkt ist, du wirst die Leute wahrscheinlich gar nicht finden, so voll wie der Laufen ist. Das Schlimme ist, mich erkennt man ziemlich leicht. Außerdem, ich weiß, wie die Leute aussehen und ich habe kein Problem damit, über den gesamten Japan-Tag zu brüllen. Gut, dann gehe ich nebenbei zum Mai Chai und dann hol mir einen Cocktail, dann zum Josef, hol mir ein Cevapcici-Brötchen und guck mir das Ganze aus der Ferne an. Ich würde mich wahrscheinlich mit Sake zukippen. Ein Brötchen? Weißt du, wie geil Cevapcici-Brötchen sind? Ja, also ich... Nope. Ja, bei uns ist das Assembly. Ja, ich wollte gerade sagen, bei uns gibt's keine Brötchen, wir sind hier in Bayern. Bei uns gibt's ja, bloß Semmeln. Ja, dann eben Semmeln. Oh. Bei uns werden die teilweise auch Semmel genannt. Scheiße, lebe ich jetzt im Ausland? Ja. Verdammt, ich bin Bayer. Scheiße. Bayer? Egal, na. Ja. Na. So, dann nehme ich an, Chrissy kommt auch aus Bayern. Ja. Der wohnt einen knappen Kilometer von mir weg. Okay. Naja, ich wohne in Tui jetzt in Neumarkt. Ich bin ja bloß noch bei meinen Eltern einen Kilometer weg von dir zu Besuch. Ja, trotzdem. Das, ob es jetzt ein Kilometer oder 30 Kilometer sind, das macht... Sagen wir so, wir kennen uns seit der Grundschule. Chrissy, Interesse, wir bräuchten noch Leute, wenn ich mal zu Kilian fahre für ein Pen und Paper. Mhm. Okay. Gut, dann haben wir schon mal einen mehr. Daron schleife ich dann auch noch irgendwie mit. Exe wird bestimmt auch noch mitkommen. Exe wohnt ein bisschen weiter weg, aber gut, den müssen... Ich wohne in der Nähe von ja, Exe. Ja, und ich wohne 300 irgendwas Kilometer von dir weg, 396 oder so. Zeno, ich wohne in der Nähe von Exe. Duisburg ist nicht, Düsseldorf ist nicht sehr weit von hier. Finger weg! Meins? Ah! Ich liebe es, ein Chrissy, okay, mit sowas zu ärgern. Darüber geredet, wie weit Exe von ihm weg ist und dann sagt Chrissy, Finger weg. Gut, du siehst halt nicht gerade das, was wir hier gerade in der Instanz ja, machen. Ja, aber trotzdem, so aus dem Kontext, Chrissy, gibt's was du uns beichten willst? Nö, in keinster Weise. Man könnte jetzt denken, du wärst mit meinem Hund zusammen. Und das ist jetzt was nur Exe und... was nur Exe, Kilian und Garo verstehen. Ja, ich weiß, mir fehlt gerade der Kontext.
Wir haben Cards Against Humanity gespielt und ich habe mich dann halt umbenannt in der Führer und er war dann auf einmal 2 Sekunden später des Führers Hund. Oh weh. Ja. Kicken! Aber hey, sieh's mal so, wenn du mit ihm zusammen bist, brauchst du dich nicht bücken, er ist anscheinend sehr unterwürfig. Wenn ich überlege, das letzte Mal, als der Exe nicht zusammen TS waren. Ups. Das war Schwarzfest-Tiefen. Davon hatten wir noch ein paar Szenen im, Folge 100 Special drin. Wie alt war die Schokolade? 3 oder 2 Jahre alt? 4 Jahre. 4? Ach, das ist mit Schokolade und 4 Jahre? In der Folge ist einiges schief gelaufen, sagen wir es mal so. Ja, kennt man ja. Ah, ich komme hier schon wieder nicht raus. Das Problem war, dass ich in die Rumpelkammer namens Zimmer des Bruders von Kilian war und da lag halt Schokolade rum. Chrissy konnte halt nicht wissen, dass die 4 Jahre alt war. Ja, und ja, ich meine, oh, da Schokolade. Hab sie aufgemacht, hab so eine Rippe gleich auf einmal reingeschoben und hab sie so festgestellt, so beim Kauen. Irgendwie schmeckt die komisch. Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass die 4 Jahre alt ist. Ja, das bedenken, ist mir dann danach auch aufgefallen. Ja, aber du musst bedenken, es war Lukas Zimmer. Es lag. Ja, es lag an was anderem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heil mich! Ich hab keine Gesundheitssteine. Ich bin gestunt. Ich kann nichts machen. Ich stell mir mal Gesundheitssteine her. Ich hätte notfalls noch eine Hand auf Leben gezogen, wenn es jetzt nochmal so knapp gewesen wäre. Ja, ich habe gerade Gelassenheit gezogen. Hat weniger Cooldown. Ich habe 5 Minuten auf der Hand auflegen. Ich habe den Ding geskillt. Ich habe bald auch beides 3 Minuten. Ja. Ist ja nicht mehr so wie früher die Gelassenheit, die 8 Minuten CD hatte. Glückwunsch, ich brauche nur 5%. Ah, Moment, aber das sind ja Quests. Ui! Na super, jetzt habe ich vergessen, die scheiß Dinger aufzusammeln. Liegen doch noch genug rum hier. Ja, das Schlossfragment habe ich vergessen zu looten. Das Schlossfragment? Drakari-Schlossfragment, das ist der zweite Boss, den man da looten muss. Der zweite, der ist direkt da hinten, also wenn du einmal komplett über die Brücke gehst, hast du das. Das ist der kürzeste Weg von hier. Ich kann ihn looten. Wunderbar. Wie heißt das Ding? Ah. Okay, warte, ich muss den auch noch looten. Oh, der Ding ist voll lang, weil die ist jetzt schon ins Bett gegangen. Oh Mann, jetzt habe ich das... Lass Wie kommen wir da hin? Einmal quer über die Brücke, geradeaus drüber. Kannst du nicht verfehlen. Da, wo der brennende Hexer steht. Also, vom zweiten Boss aus kommt man ja offiziell hierher. Ja, offiziell. Aber ich find's klasse, wir sind die typischen Gamer-Otakus im Moment. Otaku-chan! Wir hatten gerade eben Animes als Gesprächsthema, die schon stark an Hentais grenzen. Keiner von uns hat eine Freundin. Und wir verbringen eigentlich meist Zeit mit nichts außer Zocken oder ähnlichem. Ja. Ja, normal. Mein Leben ist schön. RTL wäre stolz auf uns. Ich liebe Games. Games. Außer die Tatsache, dass ich. Außer Games die Tatsache, dass wir nicht Leben. Fett sind. Also ich leider bin leider ja. Der typische so, Gamer. Okay. Aber. Also Fett und Pickel und. Nee, Pickel nicht, aber. So. Kaum Haare auf dem Kopf. Moment. Oh, ja, gut. Das ist bei mir genau das Gegenteil. Moment, ich muss doch noch die Quest abgeben. Ja, ich habe. Hätt's ihn doch nicht, Mensch. Sonst kriegt er noch einen Herzinfarkt, der Arme. Wärst du zum Gamer noch ein Mettler, hättest du jetzt keine hättest jetzt wenigstens viele lange Haare. So ein Zufall. Frosch. Was? Es gibt auch das andere krasse Gegenteil. Mettler, es gibt auch Mettler, die Glatze haben. Ja, die sind dann
Die sind dann aber meistens total groß und muskulös, was ich irgendwie total frustrierend finde. Weil ich bin klein. Ist egal. Auf die Größe kommt's nicht an. Ja. Bist du aus Erfahrung? Bin 1,75. Warte mal. Ja, und was 1,69. Das Frustrierende ist, ich habe eine 69 in meiner Körpergröße. Moment. Ich. Was wollte ich denn gerade finden? Wo ist der Ring? Da ist der Ring. Nein, nicht den Ring. Mein Lieblings-Anime-Charakter ist genauso groß wie ich. So, Willenskraft. Yay. 3 Intelligenz mehr und Willenskraft. Das ist doch schön. Ich habe jetzt Ausweichen und Parieren auf meinen beiden Ringen drauf. Er hat mir schon wieder den lustigen Spaßstein zugeworfen. Ist doch schön, tanzen wir wenigstens alle. Yay, yeah, das war die Partygranate. Oh, Hallen des Steins. Ich hab grad vom lustigen Spaßstein geredet. Das ist wenigstens eine schöne Inni. Wenigstens bin ich heute nicht der einzige Guest hier auf dem Server. Du bist immer noch Guest hier? Ach ja, Steno hat ja keine Rechte. Ich kann keine Rechte verteilen, die einzige, die das kann, ist Skadi. Und Tino ist ja auch nur Guest. Ja, der ist ja nicht bei uns in der Gilde. Der war es zwar mal vorübergehend, aber... zu Kater mal. Ja, aber das ist... Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen her. Ey, sag mir einfach, wo Skadi wohnt. Die wohnt ja in der Nähe von mir, da kann ich sogar besuchen kommen. Nähe Koblenz. Du hast mir kein Recht gegeben. Ja, bisschen genauer. Nähe Koblenz, das ist ein bisschen weit. Nee, weit, genauer weiß ich selber nicht. Außerdem, ich kann doch schlecht im Internet irgendwo die Adressen von irgendwelchen Leuten verraten. Du kannst die Adresse ja auch mir privat schicken. Das mit dem öffentlich verraten, auf die Idee bist nur du allein gekommen. Das hat niemand sich gedacht, außer dir. Ja, vor allen Dingen, wer hat denn gerade in der Aufnahme gesagt, wo die wohnt? Ich habe nur gesagt, dass sie in der Nähe von mir wohnt. Und du hast dann genauere Angaben gemacht. Weil alles andere gegen seine Natur wäre. Oh Gott, wenn die auch Anime-Fan ist, kann es sein, dass ich die sogar schon gesehen habe. Oder wenn sie zu irgendeiner Szene, wie zum Beispiel Gothic oder Metal-Szene gehört, dann kann es sein, dass ich die auch schon gesehen habe in der Druckluftkammer. Das glaube ich bei Skadi jetzt weniger. Wieso? Die ist doch voll Metal. Wenig voll Goff. Irgendwas so in der Richtung war sie doch. Oder Emo. Nee, das nicht. Skadi und Emo, das passt überhaupt Gott nicht zusammen. Dank. Gott sei Dank. Man munkelt. Ja, was ist sie denn jetzt? Unsere Gildenmama. Das darfst du auch nicht sagen, weil sonst fühlt, wenn sie das hört, fühlt sie sich alt. Ist sie ein Otaku oder sonst irgendwas? 4 TS geschmiedet, der Palladium-Ring. Das kommt keine Antwort. Nein, hat ein Freund. Nobody knows. Was hat das jetzt damit zu tun? Weiß nicht, ich wollte einfach mal was Kontroverses sagen. Nur wir 4 können das nicht. Wie meinst du das, was mich für was mich die Leute hassen? Ja. Ich hasse Leute? Ich glaub schon. Du bist so gefährlich wie ein kleines süßes Katzenbaby. Ich war schon zweimal irgendwo Gildenleiter und nach der Zeit haben mich irgendwelche Leute immer gehasst. Man kann es nicht jedem recht machen. Ja. Jedem recht machen kann man es nicht, man kann es nur versuchen, so viel wie möglich recht zu machen. Und wenn es keinen gibt, der dich nicht mag, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ich war Co-Clan-Leader und mein Gott, hab ich meine Rechte missbraucht. Mich haben trotzdem alle geliebt. Mir hat vorgestern eine vom Raid angesprochen, ich bin noch ein Dekaper. Ich hab gesagt, nein, wir bleiben Gildenherren.
Ich find's nur seltsam, dass einer, nachdem ich den durch die gesamten 50 TS-Channels gemoved habe, auf einmal kotzen musste. Ja, dann hat er vielleicht irgendwas intus gehabt oder so. Aber das ist witzig, wenn du dann 2 Stunden lang durch jeden TS-Channel durchmoost, immer und immer wieder. Aber ich bin froh, dass ich aus dem Clan raus bin. Da habe ich wenigstens nicht mehr diesen Drecksack mit dem Napoleon-Komplex am Hals. Oh weh. Was für ein Clan war das denn? Kommt auch aus der Nähe Koblenz. Ja gut, der TS wurde halt von einem... Nee, ich rede jetzt von einer Art Clan. Es gibt ja Clans, also, Counter-Strike, Multigaming. Diablo. Das war ursprünglich, als wir reinkamen. Also als zwei Kumpels, als ein Kumpel, mein Cousin und ich, als wir dabei getreten sind. Ja, war es halt ein reiner Diablo-Clan und wir haben das dann auf Multigaming erweitert. Na, so lobe ich mir's heilen. So mach keinen Sport. Der Typ mit dem Napoleon-Komplex war echt schlimm. Es war nicht mal sein TS, er war trotzdem aus irgendeinem Grund Super-Admin. Und dann hat irgendwann angefangen, alle anderen Admin-Rechte so weit runterzustufen, dass du als Admin nicht mal mehr moven konntest oder sonst irgendwas. Okay. Oder Leuten irgendwelche Ränge geben konntest. Das Witzige ist, er hat leider vergessen, unser Clan-Leader, selbst der hatte keine Rechte mehr auf den Server. Das Blöde ist nur, weil ich da eine Woche lang nicht da war, hat er vergessen, die Co-Admin-Rechte, die Co-Clan-Leader-Rechte runterzuschrauben. Da hab ich ihn einfach mal für 3 Monate gebannt. Verdammt. War so ein Arsch. Vor allen Dingen, wir haben irgendwann angefangen, Guild Wars 2 zu spielen. Und gut, nur 2 von uns aus dem Clan hatten Guild Wars 2 je gespielt. Das waren mein Kumpel und ich, weil wir zu Alpha angefangen haben. Und gut, als wir dann angefangen haben, die Instanzen zu machen, hat der auf einmal gemeint, das Ruder wieder an sich reißen zu müssen, zu sagen, wie was gemacht werden muss. Und ich lasse mir nicht von jemandem, der das Spiel noch nie gespielt hat, keinen Plan hat und meint, mit einer Zweihandwaffe tanken zu müssen, ohne jegliche Tank-Skills oder eine Tank-Rüstung. Ja, er hat mit einer puren Damage-Rüstung, wollte er tanken mit einem Zweihänder und ohne einen Survive-Skill. Ach, in Guild Wars gibt es keine Tanks. In Guild Wars kannst du tanken, das geht. Das Problem ist halt nur mit dem Akku halten. Das geht da nicht so wirklich. Ja, weil du ja eigentlich keine drei heilige Dreifaltigkeit hast. So, Tank, Heiler, DD, sondern ja, jeder ist so für sich verantwortlich und keinen richtigen nein, Tank. Sagen wir es so, in... Nein, nee, du kannst auch so machen, dass du einen Heiler hast. Das ist dann meistens ein Wächter, weil ein Wächter halt auch passiv, also auch je nachdem, was für eine Waffe er hat, Heilskills hat. Okay. Und ja, und das Problem ist aber, es gibt keinen Skill, der die Aggro bringt. Ich sag's euch, wie ihr dürft die Quest immer nicht annehmen. Der Vorteil halt, ich habe Nekromant gespielt, wenn ich Aggro hatte, habe ich einfach das Ziel gefeiert und dann ist die Aggro auf den nächsten übergesprungen. Hallo? Ran, bist du bekloppt? Bist du betrunken? Hallo? Was, hallo? Er ist nicht betrunken, er hat sein erstes Bier aufgemacht, glaube ich zumindest, das erste war. Lasst uns loslegen!